Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute wird es ein Video geben, was von euch gewünscht war. Ich habe mir gedacht, ich mache in meinem Content weiter mit den Videowünschen, die ihr auf Instagram geäußert hattet. Und die liebe Lou vom Kanal Umfunk Rundfunk, die hatte mich auch angetaggt, kann man sagen, dass ich die Sachen zeigen soll, die in meiner Dusche stehen. Und da habe ich gedacht, das passt auch gut, denn ihr wolltet auch gerne sehen, was ich so alles an Pflege-Backups habe. Und da habe ich mir gedacht, räume ich mal alles aus meinen Schränken, denn das ist so einiges. Denn ich habe hier ein bisschen was in meinem Schminkzimmer verteilt gehabt. Ich habe ein paar Sachen im Bad gehabt, ein paar in meinem Badezimmerschränken und da ist so einiges zusammengekommen. Und ich muss sagen, ich habe mich selber ein bisschen erschrocken, denn ich könnte von den Produkten, die ich stehen, selber eine Drogerie eröffnen. Aber gerade in Zeiten von Corona ist es ganz praktisch, weil dann hat man wirklich fast alles zu Hause, muss nur noch fürs Nötigste überhaupt raus oder kann das dann online bestellen, so wie ich es im letzten DM Rossmann Haul gemacht habe. Ich möchte auch direkt starten, denn es ist so einiges und ich habe mir auch vorgenommen, also ich muss sagen, ich habe meine Pflege, Gesichtspflegeprodukte, die ich im Alltag benutze, diesmal nicht mit reingenommen, denn da möchte ich gerne ein separates Video machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Dann werde ich mal ein Abendroutine oder Morgenroutine Video zu drehen, wo ich mich abschminke und dann direkt pflege. Deswegen sind diese Produkte heute nicht im Video dabei und auch meine Parfümsammlung möchte ich noch separat abdrehen, da wird es auch noch ein Video zu geben. Deshalb bleibt bitte gerne gespannt. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr mich gerne hier unten kostenlos abonnieren. Da verpasst ihr auch keins dieser Videos. Ja, und ich werde auch definitiv, weil es einige Produkte sind, die ich noch nicht benutzt habe, wirklich sehr viele neue Produkte, die da hinten auch stehen. Und ich habe mir auf jeden Fall gedacht, da wird es eine kleine Verlosung zu geben. Aber diesmal mal nicht auf YouTube, weil ich habe super viele Verlosungen auf YouTube gemacht. Die mache ich auch nach wie vor weiterhin sehr gerne. Aber ich habe mir gedacht, um auch mal die Mädels auf Instagram so ein bisschen zu belohnen, werde ich eine Instagram-Verlosung die nächsten Tage starten. Deshalb, falls ihr mir da noch nicht folgt, dürft ihr das auch gerne tun. Mein Link dazu ist unten in der Infobox. Einfach das Kläppchen öffnen und ganz weit unten, da kommt ihr auch zu meiner Instagram-Seite. So viel gequatscht. Hier steht die erste Kiste. Das ist einmal diese hier. Das sind alles Produkte aus dem Bereich Dusche und Haarprodukte. Also Haarprodukte muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt die Sachen wie Haarsprays und so nicht dazu genommen. Das würde echt den Rahmen sprengen. Das Video wird lang genug. Das sind jetzt wirklich Sachen wie Haarshampoos und Haarkuren. Und damit möchte ich auch direkt starten, denn ich möchte euch als allererstes das zeigen, was ich im Moment benutze. Ja, bitte achtet nicht auf meinen extremen Ansatz. Ihr wisst alle die Situation, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Moment stört es mich wenig, weil ich nicht sehr viel raus muss. Ich bin ja auch im Zwangsurlaub, deshalb gucken mir nicht so viele Leute gerade auf den Kopf. Ich zeige euch aber eben, was ich gerade benutze, denn ich benutze im Moment etwas, was ich im Backup hatte. Und es ist nämlich diese Reihe von Ghoul gewesen, die ich letztes Jahr auf der Glow im März in Stuttgart mitgenommen hatte. Das war so eine Shampoo-Reihe, die speziell für die Glow entwickelt worden ist. Glow Like Limited Edition ist eine sehr schöne Pflege. Ich finde sie ganz gut. Riecht super gut. Ja, und wie gesagt, ne, mit dem Design, mit dem Pinken, ist natürlich auch sehr schön gemacht. Benutze ich gerade auf. Also ich muss sagen, allgemein ist es so, dass ich gerade auch versuche, meine Backups aufzubrauchen und nichts, was im Bereich Shampoos angeht, aus der Drogerie zu kaufen. Denn ich habe so viele auf Lager gehabt, dass ich gesagt habe, erstmal möchte ich die aufbrauchen. Deshalb, das wird gerade aufgebraucht. Und was ich im Moment noch in meiner Dusche stehen habe, um mal der lieben Lou ihren Wunsch zu erfüllen, ist ein Duschgel, was ich aktuell benutze. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin bei Duschgehen echt so, dass ich zu faul bin, eins aufzubrauchen. Aber das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich immer, wenn ich eins benutze, das erst aufbrauche, bevor ich das nächste anbreche, weil ansonsten sammeln sich die ganzen offenen Flaschen, man wird irgendwie nie fertig. Und ja, aktuell benutze ich vom BB Granatapfel-Smoothie-Duschgel, erfrischende Granatapfelluft, Blütenextrakt. Ich will jetzt auch nicht zu viel zu den Produkten sagen, damit es wieder viel zu lang. Das ist aktuell in meiner Dusche. Das ist das, was ich quasi gerade benutze. Dann möchte ich gerne weitermachen im Bereich Haare. Und da habe ich zum einen ein Shampoo, was gerade auch, wie gesagt, mein Backup ist. Das war mal in einer Box drin. Ich glaube, das waren diese Elemente-Boxen, genau. Diese Glow-Boxen waren das. Und zwar von Naturebox Meeresglück Limited Edition Pflegeshampoo. Riecht mega gut. Das wird auf jeden Fall auch aufgebraucht. Ist auch eine gute Größe, 385 Milliliter. Das habe ich einmal im Backup. Genau wie dieses Shampoo, was ich letztens in der Bloggerbox mit drin hatte. Darauf bin ich auch sehr gespannt. Das werde ich definitiv als nächstes benutzen, wenn ich das von Ghoul aufgebraucht habe. Dann wird das benutzt. Von der Marke System Professional. Ist so ein quasi professionelles Haarshampoo, was auch die Kopfhaut detoxen soll.
Finde ich sehr, sehr interessant. Werde ich auf jeden Fall demnächst auch benutzen. Dann habe ich im Backup, hatte ich eine Zeit lang super gerne benutzt, aber meine Haare sind im Moment sehr hell. Und ich muss auch dazu sagen, dass das bei mir die Haare extrem ausgetrocknet hat. Das ist das Elvital Color Glanz Purple Shampoo. Davon hatte ich halt noch eins auf Backup, als Backup. Das ist dieses Anti-Gelbstich, was auch wirklich richtig lila ist. Ja, also wenn ihr euch das in die Haare macht, das macht wirklich so einen leichten, bei mir macht es einen leichten Grauschleier. Deswegen benutze ich es nicht so gern. Ich habe es immer ganz gern benutzt, wenn ich vom Friseur frisch kam, um einfach so ein bisschen das Gelbe rauszunehmen. Aber im Moment benutze ich es nicht so gern. Ich denke, ich werde es weitergeben. Und ja, aber für alle Mädels, die da drauf stehen, auf diese lila Shampoos, ja, guckt auf jeden Fall. Das von L'Oréal gibt es halt in der Drogerie. Dann habe ich hier noch eine Shampoo-Reihe, die habe ich mal beim Outlet in Remont mitgenommen. Das ist die Marke Desange, glaube ich. Desange Paris Professional Hair Luxury. Das ist ja, es sieht alles, fast alles auf Holländisch und auf Französisch drauf. Deswegen kann ich euch da leider gar nicht. Doch hier, Haarbruchschutz-Shampoo für empfindliches Haar, zu Haarbruch neigend. Und dann hatte ich mir die Spülung, die gab es da auch in im Angebot, Reparaturaufbauspülung für geschädigtes feines Haar. Feines Haar habe ich nicht, geschädigtes schon. Deshalb, das habe ich noch als Backup, das habe ich da super günstig gekauft. Und ich weiß, dass diese Marke auch bei DM recht teuer ist. Also das ist eine Marke, die ihr bei DM bekommt. Dann habe ich hier noch ein paar Pröbchen stehen, die ich mal hier und da bekommen habe. Einmal von Kiehl's, das habe ich auch noch nie benutzt. Das werde ich aber auf jeden Fall mal irgendwann mal, wenn es wieder zu einer Reise kommen sollte, benutzen. Von Kiehl's das Amino Acid Shampoo mit Kokosnussöl. Das war mal so eine Goodie-Bag von Douglas. Fand ich sehr schön. Shampoo und Spülung mit diesem Täschchen. Das habe ich einmal als Backup und das werde ich auf jeden Fall auch aufbewahren. Dann habe ich in meinem ja, Adventskalender von ASOS drin gehabt. Von der Marke Manantial Moisturizer, Texturizer, Conditioner und Shampoo. Das ist eine, ja, so eine Pflegereihe von der Marke, die kannte ich leider bis dahin auch gar nicht. Das ist auch so eine kleine Größe, so eine Reisegröße sind drin. 60 Milliliter Shampoo und Conditioner. Die habe ich dann im Backup. Ich finde immer so kleine Reisegrößen oder Probiergrößen ganz cool. Gerade wenn ihr wirklich irgendwie mal unterwegs seid und ja, dann müsst ihr nicht immer die großen Pullen mitnehmen. Dann habe ich hier noch eine, ja, bevor ich zu mit der Kur mache ich gleich weiter. Machen wir erstmal noch mit einer Spülung weiter, die ich noch habe und die riecht so gut. Die habe ich auch schon angebrochen. Die hatte ich letztes Jahr mit im Urlaub. Die muss jetzt mal aufbrauchen. Von der Marke Eva NYC Leave-In Cream Conditioner mit Keratin, Protein, Arganöl. Das ist eine quasi, ja, so ein Conditioner, die man drinnen lässt, die man nicht auswäscht. Sowas wie eine Spülung, aber nicht zum Auswaschen mit zum Spendern. Das fand ich richtig cool. Und das Duft ist richtig, richtig cool. Eine sehr reichhaltige Spülung. Hatte ich mal beim TK Maxx mitgenommen. Ist der Preis noch mit drauf. Habe ich noch im Backup, wie gesagt, weil ich es nur für den Urlaub dabei hatte. Werde ich aber jetzt auch aufbrauchen. Wie gesagt, ja, ich werde jetzt einfach schauen, dass ich davon einiges aussortiere. Manches weggebe und ein paar der Produkte, die wirklich gar nicht angebrochen sind, die werden definitiv in eine Verlosung gehen. Genau wie dieses Produkt, das war auch in meinem Adventskalender von ASOS mit drin. Das ist von Coco und Eve, Like a Virgin, diese Super Nourishing Coconut Maske. So eine kleine Größe waren das, 38 Milliliter sind, glaube ich, drin. Bin ich sehr gespannt. Die Marke soll ja wirklich der Knaller sein. Hat schon der Adidas Schmidt, glaube ich, auch einmal gezeigt. Möchte ich auch gerne ausprobieren und ja, die ist leider sehr hochpreisig. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir davon was kaufen würde. Dann habe ich hier noch ein Spray von der Marke Philip Kingsley Daily Damage Defense. Das ist auch so ein Leave-In Conditioner für geschädigtes Haar. Das war auch in diesem Adventskalender mit drin. So eine kleine Größe, 60 Milliliter. Dann habe ich hier noch zwei Haarkuren. Oder besser gesagt drei. Ja, die eine ist in Benutzung, die eine ist noch unangebrochen. Und zwar, ich habe euch in meinem letzten Aufgebrauch-Video gezeigt, dass ich von Wahre Schätze die Honigschätze aufgebraucht habe. Und ich hatte noch eine angebrochene von Wahre Schätze. Das ist die mit Agar-Mandel-Creme. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Und dieses Produkt, das ist einmal das Wahre Schätze Honig. Honigschätze für strapaziertes, brüchiges. Die habe ich halt im Backup noch. Hatte ich im letzten DM, nicht DM Haul, ich glaube im letzten Rossmann Haul, da war es im Angebot, genau, habe ich sie mitgenommen, deshalb, das sind so meine Kuren im Backup und dann habe ich hier noch eine Kur im Backup, die war auch in einer Bloggerbox drin, deswegen Mädels, also diese Bloggerbox, die, wenn ihr die ergattern könnt, seid ihr auf jeden Fall wirklich sehr froh drüber, die haben mega, mega Marken da drin, das ist von Professional Sebastian Dark Oil, das ist eine Lightweight Mask, also wirklich eine Maske, die sehr leicht sein soll, aber wirklich auch sehr pflegend sein soll und die hat auch echt einen stolzen Preis und die war, wie gesagt, in dieser Bloggerbox mit drin,
Riecht auch mega gut. Also ich bin auch auf die gespannt. Aber erstmal werden die Garniermasken aufgebraucht, dann wird die ihnen dann zum Einsatz kommen. Dann möchte ich gerne weitermachen mit den Bereichen der Körperpflege. Was den Bereich der Körperpflege angeht, möchte ich gerne starten mit Duschprodukten. Oder besser gesagt, das ist jetzt ein Set. Das hatte ich von meiner lieben Arbeitskollegin zu Weihnachten bekommen als Wichtelgeschenk von Kneipp, Lieblingsmensch. Das ist ein Duschbalsam, eine leichte Körperlotion in der Duftrichtung Mandelblüten, Hautzart. Habe ich noch gar nicht ausgepackt. Das wird auf jeden Fall, ist ein Geschenk, deswegen werde ich es nicht weiter verschenken. Auf jeden Fall von mir auch benutzt werden demnächst, wenn ich ein bisschen abgebaut habe. Die Kneippprodukte mag ich sehr gerne, gerade im Badebereich. Ja, auf jeden Fall ein wundervolles Set. Ja, und das riecht auch richtig, richtig gut. Ich hatte von der Reihe nämlich schon mal was. Dann möchte ich gerne weitermachen mit anderen Duschgelen, die ich hier so stehen habe. Machen wir mit den kleinen mal weiter. Ich habe hier einmal von der Marke Trackle Moon. Das ist so eine kleine Größe von dem Brazilian Love, was ja ein Dupe sein soll zu der Bum Bum Cream. Und ich muss sagen, es riecht ihm schon sehr ähnlich. Also es ist vom Duft her schon, geht schon in die gleiche Richtung. Es war auch mal in einer Box mit drin, das habe ich noch nicht angebrochen. Wie gesagt, werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Mag ich sehr gerne vom Duft, sehr süß, aber trotzdem auch schöne, ja, so eine schöne Sommer, so schöne Sommerduftrichtung, kann man sagen. Dann habe ich hier noch zwei Produkte von der Marke Wellness Beauty. Das war so eine Eigenmarke von Rossmann, die ja aus dem Sortiment gegangen ist. Und das hatte ich geschenkt bekommen. Das ist Mango-Papaya-Extrakt. Einmal ein Duschen-Badegel und einmal eine Körperlotion. Und das hat echt mega gerochen. Ich hatte davon auch ein Körperspray und das riecht so frisch und trotzdem irgendwie süß. Hat so einen richtig coolen Duft. Das habe ich noch im Backup. Dann habe ich im Backup, das fand ich auch so schön von der Optik. Das war ein Duschgel von Douglas. Le Delice Creamy Body Shower Gel Cotton Candy. Und das riecht auch richtig, richtig gut. Also finde ich auch sehr gut vom Duft. Das werde ich auch irgendwann mal benutzen. Ja, also das ist einfach, steht auch Only For You. Ja, auf jeden Fall eine coole Duftrichtung. Kannte ich auch so nicht. Das war auch mal irgendwann ein Goodie bei Douglas. Deswegen ja, hat das hier noch in meiner Kiste Platz gehabt. Dann habe ich ein Produkt von Blue. Das hatte ich auch mal geschenkt bekommen. Made with Love, Duschgel, Showergel. Ich muss sagen, die Blue-Produkte sind eigentlich gar nichts für mich. Aber ich muss sagen, dass das echt gut riecht. Das ist das Chewy Sweets. Und das hat echt einen richtig coolen Duft. Also ich glaube, das werde ich auf jeden Fall auch irgendwann mal benutzen. Und ja, ist auf jeden Fall auch ein Geschenk gewesen von meinen lieben Arbeitskollegen. Deswegen bleibt es auch. Dann habe ich hier ein Produkt von Betty Barclay, Bohemian Romance Creme Dusche. Hatte ich auch mal geschenkt bekommen. Jetzt blendet so ein bisschen das Licht. Ich hoffe, es ist okay. Genau, ist auch ein Duschgel, was ich noch als Backup habe. 75 Milliliter. Dann habe ich zwei Duschschäume. Das eine habe ich letztens erst mitgenommen. Hatte ich euch schon in meinem Haul gezeigt. Beauty Haul. Das ist eins von Chemix gewesen, Human in Kind, Shower Mousse, Body Wash, Tropical Plash, 2 in 1. Ja, ich mag Duschschaum, muss ich sagen, nicht so gerne. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie mit Duschgelen fühle ich mich ein bisschen wohler, obwohl die eigentlich sehr gut sind, aber ich weiß nicht warum. Irgendwie mag ich normal Duschgele ein bisschen lieber. Davon habe ich auch noch eine andere Flasche gehabt, die habe ich auch schon ein bisschen länger im Regal stehen. Shower Mousse, Body Wash in Coconut Dream, das ist eine andere Duftreiber von der gleichen Marke. Das hatte ich auch mal vor langer Zeit beim Chemix erstanden. Und ja, ist auch in meinem Backup. Dann habe ich hier noch ein Duschgel, was auch recht neu eingezogen ist von Duschdas. Das ist gut gelaunt. Ich fühle mich ja gut gelaunt. Ein klassisches Duschgel von der Marke. Viele werden es kennen. Dann habe ich hier ein Duschgel von Palmolive. Reinigende Tonerde. Riecht auch richtig, richtig gut. Ich mochte die von Palmolive früher super gerne. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die nicht mehr so gerne benutze, aber die riechen immer sehr, sehr gut. Sind nicht ganz günstig, finde ich, aber das sind wirklich sehr gute Duschgele. Das ist, glaube ich, auch so eine Cremedusche mit so ein bisschen Peeling. Dann habe ich hier noch ein Produkt vom letzten Sommer und ja, es riecht nach Sommer, es riecht nach Urlaub, auch wenn der dieses Jahr wahrscheinlich ins Wasser fällt für alle, zumindest fürs Ausland. Ist das von Nivea Sun Welcome Shine, original Nivea Sun Duft mit Aloe Vera. Das habe ich noch im Backup gehabt. Ich hatte jetzt vor kurzem das von Balea aufgebraucht und ja, das ist immer so das, woran man sich sehnt, wenn man Bock auf Urlaub hat, dann packen wir unsere Sommerduschgele aus und auf jeden Fall auch ein sehr cooles Duschgel, was ich auch sehr gerne mag. Dann habe ich hier noch zwei stehen, die von etwas teurerem Marke und zwar von der Marke La Petite Marseille. Das bekommt ihr bei DM auf jeden Fall, ihr bekommt es online oder aber auch, ich glaube, das ist auch irgendwo anders, die noch gibt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber ihr bekommt das auch in anderen Geschäften. Das ist einmal in der Duftrichtung, das ist diese extra milde Duschcreme, Süßmandelmilch, das riecht original nach Marzipan, ihr Lieben. Also wenn ihr süße Duschgele mögt,
Das riecht so lecker. Also ich werde mich da echt reinlegen. Das riecht richtig nach Marzipan. Und dann habe ich da auch noch ein anderes von, das klassische mit Vanille. Ja, Vanillemilch. Und so riecht es wirklich auch. Habe ich auch schon etwas länger im Sortiment, aber wie gesagt, auch noch nicht dazu gekommen, es aufzubrauchen. Mag ich auch sehr gern. Und davon werde ich mit Sicherheit auch eins in die Verlosung für euch packen, weil es sind etwas hochpreisigere Duschgele und ich finde, da freut sich jeder drüber. Dann fange ich jetzt mal mit denen an, die nicht so hochpreisig sind, aber die jeder von uns immer mitnimmt. Und das sind die ja von Isana und von Balea, die günstigen Duschgele. Ich habe hier eins von Isana noch stehen, das ist auch vom letzten Sommer noch. Coconut Water, Mangosaft und Kokosduft. Ja, ist so eine perfekte Cremedusche für den Sommer. Ja, es riecht einfach wirklich nach Urlaub. Kokos und Mango kommt sehr stark durch. Mag ich sehr gerne vom Duft. Wie gesagt, ist auch noch unbenutzt. Ja, sind die Sommer-LEs, die tun es mir immer so ein bisschen mehr an, weil ich auch so ein Sommermensch bin. Habe auch selber im Sommer Geburtstag. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum ich auf diese Sommerdüfte ein bisschen mehr abfahre. Das war eins, eine Limited Edition von Balea. Jetzt kommen die mal Balea-Duschgele. Endless Weekend Feeling, Frozen Vanilla mit dem Duft von Vanille. Und was soll ich euch sagen? Die Balea-Duschgele kosten sehr wenig Geld, sehen super schön immer aus. Da bin ich auch echt immer so ein Verpackungsopfer, dass ich die mitnehme. Ich weiß von euch ganz viele Mädels auch und da traut man sich die gar nicht erst zu benutzen. Aber das war eins aus der Winter-LE, das weiß ich noch genau. Genau wie dieses hier, das habe ich auch vor kurzem erst mitgenommen. Das ist You Make My Heart Smile Balea Creme Dusche Berries mit dem Duft von Beeren und Granatapfel. Auch super süß und super sweet gemacht. Ja, ja, schon sehr mädchenhaft, aber fand ich auch sehr schön. Riecht auch sehr gut mit diesem beerigen Duft, das fruchtigen Duft, das mag ich auch ganz gerne. Dann habe ich hier noch eine Duschcreme vom letzten Jahr auch. You Are Berry Sweet Creme Dusche Ice Strawberry mit dem Duft von Erdbeeren. Fand ich auch sehr cool vom Duft. Habe ich auch noch im Backup. Und ja, das ist eins, das es schon ein bisschen länger gibt. Das habe ich letztes Jahr, ich glaube Anfang des Jahres oder so. Ja, irgendwie so ist das schon bestimmt ein Jahr meiner Sammlung. Und zwar das Duschgel Himbeerrose. Mit diesem wundersüßen Papi drauf, also diesem kleinen Mops mit diesem Rosenkranz oder ja, diesem Blumenkranz an der Stirn, diesem ja, rosa Design, ja, ist total meins, fand ich super süß und deshalb ist das auch noch in meiner Sammlung. Dann möchte ich gerne weitermachen, weil hier steht so viel im Bereich der Gesichtspflege und auch Körperpflege. Machen wir doch einfach dann mal Ja, damit meine Lieben, weiter. die nächste Kiste ist voll mit ja, Körperpflegeprodukten. Das bedeutet mit Produkten im Bereich der ja, Bodylotions, aber ich habe auch noch ein paar Peelings hier stehen, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Ich habe noch ein Produkt von Jill Sander aus dieser ja, Fun-Reihe. Da hatte ich mal so ein Set geschenkt bekommen. Da habe ich noch das Hair and Body Shampoo. Habe ich auch noch nie benutzt. Ich weiß, ich stehe nicht so auf diese parfümierten Produkte von den Parfums. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich auch noch im Backup. Dann möchte ich euch noch ein paar meiner Peelings zeigen. Einer meiner liebsten Peelings, das ist auch in Benutzung, ist von Ritual of Sakura. Das Body Scrub, ja, das Body Scrub riecht mega. Also, was soll ich jetzt sagen? Ist schon ein bisschen ausgelaufen. Riecht einfach richtig gut, aber ist halt auch nicht so günstig. Wenn ihr eine günstige Alternative aus der Drogerie möchtet, da kann ich euch auch meine Liebste zeigen. Das war auch in der Dusche, deswegen ein bisschen schon so angeramscht von ja, Dove Creme Dusche Peeling, Macadamia Reismilch. Das gibt es auch noch in der Granatapfelrichtung, glaube ich. Aber das mag ich vom Duft ja am allerliebsten. Da ist dann normalerweise dazwischen auch noch so ein Teil, damit das halt nicht so ausläuft. Aber ich mache das immer raus, weil ich das immer so nervig sonst in der Dusche finde. Und es riecht einfach so lecker und macht die Haut super schön weich. Also das ist sehr cremig vom Peeling-Gefühl. Das andere ist ein bisschen, weil es halt grober ist, schon ein bisschen öliger, kann man sagen. Ja, also das sind so meine Liebsten. Aber ich habe auch noch eins von Mary Kay. Ich habe euch schon mal erzählt, dass ich als Beraterin tätig war von der Marke. Und davon habe ich auch noch viele Produkte, die ich benutze. Das ist ein Handpeeling, was ich aber auch gerne für meine Füße zum Beispiel ganz gerne nehme. Kann man auch zwecksanfremden, ist mit der Richtung Pfirsich. Das ist eine etwas ältere Variante gewesen. Mit dem Spender ganz praktisch. Und das kann man aber eigentlich auch für den Körper nehmen. Peelings, ob es für die Hand nimmt, für die, ich sag mal jetzt für den Bereich der Elle oder der Knie ist eigentlich total egal, für mich zumindest. Dann möchte ich gerne weitermachen mit Körperpflege, denn ich habe hier einiges. Meine liebsten Körperprodukte sind natürlich auch von der Drogerie ein paar. Das erste Produkt, was ich euch zeigen möchte, das ist so mein Holy Grail im Winter. Ich liebe es einfach von der Marke Bettina Barty, dieses Vanilla ja, Hand Body Lotion, feuchtigkeitsspendend. Finde ich sehr, sehr cool. Ich liebe den Duft, ich mag ihn total gerne. Ich muss sagen, das Pflegegefühl danach ist nicht super reichhaltig, für mich zumindest, aber es ist schon ganz gut gemacht und ja, mag ich total gerne vom Duft auf jeden Fall.
Dann habe ich hier noch ein Produkt, was an meinem Schminktisch auch immer steht, was ich so ein bisschen zwecksanfremde von EOS. Berry Blossom, Granatapfelextrakt, Scheerbutter, Avocadoöl für normale und trockene Haut. Das ist eigentlich eine Body Lotion. Ich benutze es aber, wie gesagt, im Alltag auch als Handcreme ganz gerne. Ist mit dem Spender super schön gemacht. Gibt es auch in anderen Duftrichtungen, bekommt ihr auch in der Drogerie. Und dieses Cherry Blossom riecht einfach so gut. Ja, mag ich auch total gerne. Ich zeige euch jetzt erstmal die Sachen, die ich in Benutzung habe und dann gleich so meine Backups. Dann habe ich hier von Sun Ozone eine Abrissan, die ich auch sehr gerne mag. Kostet wenig Geld und ich mag, das ist die von Rossmann aus der Eigenmarke. Die habe ich immer da, gerade im Sommer, wenn ich so ein bisschen auch gebräunt bin, so wie jetzt auch, weil ich halt viel auf der Terrasse war, weil ich die Zeit hatte, benutze ich das auch quasi als Bodylotion-Ersatz. Mag ich auch super gerne. Dann habe ich hier noch ein Backup, weil meine eigene ist fast aufgebraucht, von dem Bodygel von Balea Aloe Vera. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Gerade wenn ihr so ein bisschen auch diesen Feuchtigkeitskick braucht für eure Haut. Ein mega gutes Produkt bekommt ihr halt nicht im Dauersortiment, aber wenn es dann da ist, dann bleibt es recht lange im Sortiment. Kann ich euch auch sehr empfehlen, mag ich total gerne. Dann habe ich noch zwei weitere Abrissan-Produkte hier. Von Mary Kay noch mal eine. Ja, die ist auch fast voll noch auf das Sun Replenishing Gel. Das ist auch gerade, wenn man so ein bisschen rötlich wird nach dem Bräunen, immer ganz gut. Und ja, das habe ich noch vom letzten Jahr aus dem Set. Ich werde euch auch, wenn ihr Bock drauf habt, auf jeden Fall noch meine meinen Sonnenschutz zeigen, weil es ist echt viel Kram, was ich habe. Von Clarins, eine After Sun Moisturizer Ultra Hydrating. Sehr speziell vom Geruch. Also ich finde auch, umso höher preisiger die Produkte werden, umso mehr Parfümstoffe haben die auch. Aber trotzdem ein sehr gutes Produkt. Und ja, ist noch fast voll auch in meinem Backup. Dann habe ich hier noch ein weiteres Backup und zwar von der Marke Nature Box. Granatapfelöl ist mit drin, eine Körpermilch, so eine Körperlotion und ja, ist auch noch komplett unbenutzt. Das war auch in einer der Boxen, ich glaube damals in dieser Firebox von den Glowboxen. Dann habe ich hier noch zwei Produkte von Rituals. Das war auch, ich glaube, in meinem Adventskalender, wenn ich mich nicht mehr irre. Cream on Nourishing Body Cream, The Ritual of Holy, Flamingo Flower, Pink Grapefruit, riecht auch richtig, richtig lecker. Also ja, mag ich auch sehr gerne vom Duft. Und dann nochmal von Rituals Magic Touch Body Cream, ja, mit diesem Organic Rice Milk Cherry Blossom. Ja, Sakura mag ich total gerne. Also das ist so voll mein Duft, kann man sagen. Dann habe ich hier noch zwei weitere Produkte aus dem Bereich der Body Lotions, die Parfümets sind. Einmal von meinem allerliebsten Winterparfum. Jetzt, für jetzt ist es mir einfach viel zu schwer. Von Jean-Paul Gaultier, Skandal. Das ist die Body Lotion dazu gewesen. Die habe ich noch total unbenutzt. Und auch das war ein von einem Mary Kay Parfüm, eine Body Lotion, die ich auch so gut wie noch gar nicht benutzt habe. Thinking of Love heißt das. Ein sehr, sehr süßer Duft. Deswegen, ich bin nicht so der, wie gesagt, Parfüm-Body Lotion-Fan. Im Gegensatz zu diesen sehr, sehr stark düftenden Cremes. Und zwar einmal von Sol de Janeiro. Ich muss mal eben beides rauskramen. Da habe ich gar nicht die große Größe, weil ich da immer so viele kleine Größen von bekommen habe. Es ist die Bum Bum Cream, was soll ich euch sagen, ich habe die auch einmal als Tube, das waren immer so Goodies, die ich bei Douglas bekommen habe, deswegen habe ich mir noch nie eine neue gekauft, also eine große gekauft und ich glaube, die eine ist noch komplett zu und die ist angebrochen, genau, die ist angebrochen und was soll ich euch sagen, die meisten kennen die Bum Bum Cream, sie riecht einfach göttlich und ich habe jetzt gehört, dass es beim DM ein Dupe dazu geben soll, aber ich habe schon von einer Freundin, die extra für mich in DM gegangen ist, ja, weil sie selber auch in DM musste, ich habe ihr gesagt, sie soll mal bitte danach schauen und sie sagte, die war komplett ausverkauft, die Creme, also dieses Dupe, was es dazu gibt, aber wie gesagt, davon habe ich ja noch ein bisschen was und da ist auch noch ein bisschen was drin, es riecht einfach total nach Sommer, ich habe auch das Body Spray davon, das werde ich euch auch in meiner Parfümsammlung nochmal zeigen, riecht mega, ich liebe es im Sommer, ich finde, das ist ein sagenhafter Duft, es gibt auch Mädels, die es gar nicht mögen, aber ich liebe es einfach. Dann habe ich hier noch ein Backup, eine Balea Hydro Serum Milch Aqua mit Hyaluronsäure. Normale bis trockene Haut soll ganz leicht sein vom Auftrag her, zieht schnell ein. Ist auch noch unbenutzt in meinem Backup. War auch, glaube ich, in irgendeiner Box, wenn ich mich nicht irre. Und dann möchte ich euch gerne meine ganzen The Body Shop Body Produkte zeigen. Denn da habe ich so einige. Und zwar habe ich da einmal von The Body Shop eine Body Butter in Groß. Das ist jetzt in der Richtung Cold Press Raspberry Seed Öl. Ja, also es ist
Was soll ich euch sagen? Ich liebe einfach die Body Buttern. Die riechen einfach so gut. Und ja, ich benutze die leider nur nicht so häufig, weil die halt vom Auftrag her ein bisschen dicker sind, sind ein bisschen fester, aber die geben ein super Hautgefühl. Das habe ich einmal in groß, aber ich finde halt auch die kleinen sehr praktisch. Davon habe ich 3 Stück an der Zahl, weil die braucht man ein bisschen schneller auf und dann müsst ihr auch nicht so viel zahlen, weil die großen kosten schon, ich glaube, recht viel. Ich glaube, 23 Euro oder 17 Euro, ich weiß es gar nicht mehr. Ich nehme die immer mit, wenn ich beim Bodyshop in ja quasi Remont bin, im Outlet Center, weil da kriegt ihr immer richtig coole Rabatte, aber auch online. Da haben die oft so Rabatte, dass wenn ihr 3 kauft, nur 2 bezahlen müssen. Das dritte Produkt ist dann quasi umsonst. Ja, von den kleinen Größen habe ich einmal British Rose. Das mag ich auch super, super gerne. Da habe ich mir jetzt auch die Maske zugekauft. Zeige ich euch auch noch gleich. Riecht sehr gut und die hat so ein bisschen Schimmeranteil mit drin. Die gibt so ein bisschen Glow der Haut. Finde ich auch richtig gut. Dann einmal ja, die Richtung Sheer Body Butter. Das ist eine sehr reichhaltige. Riecht auch super gut. Also ja, hat einen sehr soften Duft im Gegensatz zu den anderen, weil die British Rose, die riecht wirklich richtig intensiv, die Himbeer auch und die riecht so ein bisschen sanfter, welche auch mega gut riecht und die mag ich auch im Sommer sehr gerne. Das ist die in der Duftrichtung Mango, auch eine richtig, richtig coole vom Duft. Und ja, die kleinen Pöttchen sind wie gesagt super praktisch, weil man die einfach ein bisschen schneller aufbraucht und die auch vom Preis her dann etwas erschwinglicher sind. Dann habe ich noch eine, das war so eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Winter LA war, auf jeden Fall habe ich mir die, glaube ich, im Winter mal irgendwann mitgenommen. Das habe ich auch nur, glaube ich, ein oder zweimal benutzt. Das ist von The Body Shop, das ist etwas größere Größe, aber es sind fast 200 Gramm Rich Plum Body Joghurt. Genau, diese Body Joghurts, die sind ein bisschen leichter zum Auftragen, weil die Body Butter ist recht fest von der Konsistenz. Und das ist einfach ein bisschen leichter vom Auftrag, ein bisschen ja, Lotion, also ein bisschen mehr wie eine Lotion, kann man sagen. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Und das riecht auch so gut. Da steht zwar Pflaume drauf, aber es hat noch irgendwas Frisches mit drin und ja, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ich weiß, die Produkte von The Body Shop sind nicht sehr günstig, aber ich mag einfach deren Duftrichtungen. Die Sachen duften richtig intensiv und die riechen auch auf der Haut gut. Es gibt auch Produkte, die riechen in der Flasche gut, die da riecht ihr drin und sagt, boah, toller Duft, dann habt ihr es auf dem Körper. Im Körper riecht es überhaupt nicht gut. Das mag ich nämlich auch nicht so gerne. Dann habe ich noch eine Körperbutter von Alverde, die habe ich auch mal geschenkt bekommen für sehr trockene Haut. Bio Macadamia Nuss und Bio Karité Butter. Auch noch unbenutzt in meinem Backup. Und dann habe ich hier noch ein anderes Produkt vom Action. Super viel hatten davon geschwärmt. Ich habe schon eins verschenkt und das hatte ich jetzt für mich mal mitgenommen. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das ist das Aloe Vera Gel. 92% Aloe Vera. Body, Face und Hands. Haben schon viele Mädels von geschwärmt. Bekommt die, wie gesagt, im Action. Ich glaube für 2 Euro. Und ja, das habe ich dann auch noch in meinem Backup. Dann haben wir quasi Körperpflege auch so gut wie fertig. Ich habe da jetzt noch Sachen im Bereich der Gesichtspflege und Masken stehen. Dann möchte ich den direkt auch mit weiter. Ja, meine Lieben. Das letzte Kästchen sieht dann einmal so aus. Ja, ich weiß, es ist auch ganz schön voll, ja, wie die anderen auch. Und es sind aber auch ein paar Sachen dabei, die ich in Benutzung habe. Aber größtenteils sind es wirklich Backups und Sachen, die ich noch so neu hatte. Wie gesagt, davon wird auch ein Teil auf jeden Fall in die Verlosung gehen. Meine Routine-Gesichtspflegeprodukte, die ich halt im Alltag am Abend und am Morgen benutze, die habe ich jetzt nicht mit hier drin. Also die ich ständig benutze, sage ich jetzt einfach mal, weil es einfach zu lange wäre. Und wie gesagt, ich möchte dann noch ein separates Video zu machen. Das erste Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist ein Produkt, was auch in der letzten Bloggerbox war. Das sind diese Transdermal Anti-Aging Cosmetic Patches, die man so speziell oder partiell auf gewisse Hautzonen tun kann, die dann halt wirklich so einen Anti-Aging-Effekt haben sollen. Die habe ich noch nicht benutzt, deswegen stehen sie hier noch. Dann möchte ich gerne weitermachen. Ich glaube, ich mache weiter mit Masken. Das wäre gar nicht verkehrt, ja. Zum einen eine recht neue Maske, die habe ich jetzt einmal probiert und ja, hat ein sehr schönes Hautgefühl gegeben. Auch von The Body Shop, von der Richtung British Rose, das ist die Fresh Plumping Mask. Und ja, das ist diese, die ist ein bisschen Sauerei, muss ich sagen, mit diesem Tiegel. Das ist echt so ein bisschen, ne, nicht so schön. Und die hat wirklich, ungelogen, richtige Rosenblätter mit drin. Also eine wirklich wundervolle Maske, toller Duft. Wie gesagt, ich bin ein Duftmädchen. Ich liebe einfach gute Düfte und die Sachen von The Body Shop riechen einfach so, so gut. Und natürlich ist es nicht nur der Duft, der gut ist, sondern es ist ja auch noch eine Marke, die dahinter steht, die für viele gute Dinge steht. Deswegen bin ich ein sehr großer Fan von The Body Shop und ja, deren Pflegeprodukten. Das ist die erste Maske, die ich hier stehen habe. Dann mache ich mal weiter mit der Maske, die ich auch in Benutzung habe auf Mary Kay. Das ist, die habe ich schon fast aufgebraucht, weil ich weiß gar nicht, warum sie hier mit drin ist. Das ist eine tiefreinige Kohlemaske. Ich bin ein riesen Maskenfan und ja, die nehme ich mal dann, wenn ich merke, dass meine Haut sehr fettreich ist.
Wenn ich sie so ein bisschen austrocknen möchte, dann kommt die in Einsatz. Dann habe ich eine recht neue Maske, die ich auch sehr gerne mag, von Caudalie. Das ist die Instant Detox Mask, die so ein bisschen die Haut für Rötungen und auch für Poren helfen soll. Ist ein bisschen hochpreisiger, aber tut auf jeden Fall auch ein sehr gutes Hautbild geben danach. Ich mag das Gefühl, die sie auf der Haut gibt. Ist ein bisschen rosa, sieht hier aus, lässt sich gut auftragen und auch leicht abwaschen, im Gegensatz zu der Kohlemaske, weil die ist wirklich sehr eklig zum Abwaschen, weil die einfach so extrem eintrocknet. Dann habe ich hier noch weitere Masken. Das sind alle Masken, die ich so besitze. Einmal eine Maske auch nochmal für Mary Kay. Das ist eine Even Complexion Mask. Die macht ein ebenmäßigeres Hautbild, gerade wenn ihr so ein bisschen Flecken im Gesicht habt. Ich habe hier auch, man sieht es nicht, weil ich es abdecke, aber hier in dem Bereich immer super viele Sommersprossen. Und ja, die macht so ein bisschen die Haut heller und gleicht so ein bisschen aus. Finde ich irgendwie auch richtig cool. Dann habe ich hier noch so ein paar Sachen, die noch nicht benutzt worden sind. Zum einen habe ich hier, ich muss mal eben rauskramen, von Glam Glow zwei Sachen. Das eine ist ein Treatment, ein Serum-Treatment, Acid Refining Treatment, das ist ein Serum, genau, von der Marke. Das waren so kleine Prübchen, aber habe ich noch nicht benutzt. Glam Glow Insta Matte, die soll ja auch richtig cool sein. Das ist diese Maske, die so lila ist, die man aufträgt und dann wie so ein Schaum wird. Dann habe ich noch eine Maske von der Marke Sand and Sky, Australian Pink Clay Mask, Mattify und Invigorate. Soll ja auch, ja, ist auch so ein gehyptes Produkt. Das war auch so ein Produkt aus meinem Adventskalender. Dann habe ich hier Patches, von diesen Instagram Patches, die auch es war in der Bloggerbox mit drin, genau. Dann habe ich von der Marke Yuti, das ist ja auch so eine Marke, die im Moment total gehypt ist. Diese Eye Patches habe ich in Blau. Die sind sehr hydrating, das mag ich sehr gerne. Und dann einmal in Gold, so ein bisschen halt mit Kollagen und so. Die habe ich dann einmal als Backup da. Dann habe ich noch einmal ein Tütchen von der Cucumber-Maske. Das ist die vom Action. Dann habe ich hier drin vom Biore diese Clear Up Stripes. Sind die noch mit drin. Dann habe ich von Shebens die Matcha-Maske im Backup. Von Isana die Q10 Anti-Falten-Augenpads. Die mag ich auch total gerne. Dann habe ich noch eine Maske von der Hydrogel-Maske von Action. Die mögen auch super viele gerne. Die brauche ich aber jetzt auf und die werde ich mir erstmal nicht nachkaufen, weil es einfach viel zu viel Müll ist. Dann habe ich hier noch eine Handmaske von der Marke Be Routine. Silky Soft Satin Hands Handmaske Intensivpflege habe ich noch nicht probiert. Die möchte ich auch auf jeden Fall mal austesten. Dann habe ich hier, wie soll es auch anders sein, noch ein paar Masken von Action. Meine liebsten Facial-Masken. Das ist einmal die mit Vitamin C. Das andere ist mit rotem Wein und Retinol. Ja, sehr interessant, vom Preis her nur 59 Cent und die sind wirklich nicht schlecht. Also ich mag die super gern, nehme ich immer mit. Dann habe ich hier noch eine Maske, das war eine koreanische, auch von Action mit Eiweiß, ja. Dann habe ich hier noch eine Clay Mask, Soothing und Calming mit Kaolin Clay, ja, auch vom Action. Dann habe ich hier noch eine Maske, die habe ich auch noch nie benutzt und ich habe die schon so lange, muss ich mal echt aufbrauchen, von Glam Glow Bubble Sheet. Das ist so eine Maske, die trägt sie auf und dann macht die diesen Bubble-Effekt. Ich weiß nicht, warum mich diese Bubble-Masken irgendwie nicht so richtig ansprechen. Viele mögen sie. Ich habe sie bis jetzt, wie gesagt, noch nicht benutzt. Dann habe ich hier noch zwei Backups von meiner Garnier Skin Active Maske. Das ist die für Unreinheiten, weil ich da immer mal wieder zu kämpfen habe. Ich brauche dringend welche für Feuchtigkeit von Garnier, merke ich gerade, weil davon habe ich gar keine Backups mehr. Die habe ich dann einmal als Backup da. Dann habe ich von Balea Beauty Therapy Folientuchmaske. Die habe ich auch noch als Backup da. Dann von Coco Star, das sind diese Slice-Masken in Watermelon. Ja, das sind diese, wo du diese Stückchen hast. Finde ich auch sehr interessant und sehr cool. Ich finde die zwar nicht so pflegend, aber sind trotzdem irgendwie schön kühlend auf der Haut. Dann habe ich hier noch einmal eine Hydrogel-Lip-Maske von Action. Werde ich auch brauchen und nicht nochmal nachkaufen, weil einfach, wie gesagt, zu viel Verpackung. Sonst sind die aber okay. Dann habe ich hier noch eine Maske, die habe ich auch in meinem Adventskalender gehabt. Von Dr. Jart Ceramidine Facial Mask Intense Moisturizing. Soll so eine gelbe Gesichtsmaske sein. Finde ich auch sehr interessant. Dann habe ich hier noch eine Lippenmaske, die hatte ich mal reduziert vom DM mitgenommen. Das ist eine koreanische. Hydrating Gel Lip Mask with Cherry. Ja, von Sugu. Sugu Beauty kannte ich bisher auch noch nicht. Und ich habe noch ein letztes Backup von den Action Fußmasken mit Avocado. Und ich muss euch echt sagen, gerade jetzt, wo es wärmer wird und wir wieder mehr Füße zeigen, sehr, sehr zu empfehlen. Kann ich euch wirklich empfehlen. Geben ein schönes Hautgefühl und für das Geld auf jeden Fall zu empfehlen, meine Lieben. Dann möchte ich weitermachen mit dem Bereich der Gesichtspflegeprodukte, die hier stehen, denn das ist so einiges, aber wirklich. Natürlich mein Rosens Gesichtswasser, was ich auch immer an meinem Schminktisch habe.
Ja, es ist jetzt komplett voll. Das ist eine neue Flasche gewesen. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Das habe ich einmal stehen. Dann machen wir weiter mit, das sind jetzt, glaube ich, fast alles Backups, ja. Ich habe hier einmal als Backup eine Allzweckcreme, reichhaltige Pflege für trockene Haut. Und die werde ich auf jeden Fall verlosen, denn ich habe keine trockene Haut. Ich habe zwar ab und zu so ein bisschen, ja, dass ich so merke, dass meine Haut ein bisschen mehr Feuchtigkeit braucht. Aber das war definitiv eine Creme, die mal in einer Box mit drin war. Das ist auch von so einer Naturreihe, Naturkosmetikreihe, gibt es beim DM, das weiß ich. No Planet B Skincare on a Mission. Die werde ich auf jeden Fall in der Verlosung für euch packen, denn es ist so schade, wenn die hier steht und ich sie nicht benutzen werde. Dann kommen wirklich so ein paar Sachen jetzt, die ein bisschen hochpreisiger sind. Zum einen von Clinique zwei Produkte, die ich auch noch nicht benutzt habe, weil ich einfach meine günstigen Sachen gerade aufbrauche. Gerade Augencremes. Ich habe, glaube ich, drei angebrochene, die ich gerade aufbrauche. Einmal habe ich von Clinique die Augencreme All About Eyes. Die war auch in dem Adventskalender. Deswegen alleine deshalb habe ich ja den Adventskalender mir damals bestellt. Ist eine sehr beliebte Augencreme. Auf die freue ich mich auch, wenn meine anderen aufgebraucht sind. Und dann habe ich von Clinique noch das Anti-Blemish Cleansing Gel. 30 Milliliter sind drin. Ja, trocknet die Haut ein bisschen aus, habe ich gehört. Ist vielleicht für die Tage, wenn meine Haut so ein bisschen sehr fettet, ganz cool. Deswegen werde ich die Sachen auf jeden Fall auch aufbrauchen. Dann habe ich hier eine Creme, die recht teuer ist. Das weiß ich. Das ist von Elemis, die Pro Collagen Marine Creme. Und die war auch in diesem Kalender. Ich glaube, die kostet 50 Euro oder 70, irgendwie so. Eine sehr teure Marke. Anti-Wrinkle Day Cream. Soll halt für Falten helfen. Und ja, werde ich auch demnächst irgendwann mal ausprobieren. Dann habe ich hier noch ein Produkt, davon hatte ich ganz, ganz viele. Ich habe viele davon auch aufgebraucht und auch verschenkt. Die gab es nämlich bei der Glow letztes Jahr. Das ist von Detox Volcanic Matte. Das ist eine tägliche Gesichtsreinigung und auch als Maske nutzbar. Werde ich mal gucken, vielleicht geht es auch für euch in der Verlosung. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt. Klärt schön die Haut, trocknet allerdings auch ein bisschen aus. Also das habe ich Gefühl, das Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall auch eine coole Marke aus der Drogerie. Dann habe ich hier noch ein paar Gesichtsprodukte. Einmal von der Marke Hey. Das ist ein Purifying Cleansing Schaum. War auch mal irgendwann in einer Box. Ich habe es nie benutzt, weil ich den Duft einfach nicht ab kann. Also der gefällt mir überhaupt nicht. Aber soll ja auch eine sehr gute Marke sein. Ist auch Naturkosmetik, vegan und dergleichen. Und ja, habe ich auch noch im Backup. Dann habe ich im Backup noch eine Creme, die ich auch ein paar Mal jetzt schon benutzt habe. Zwar, aber ich brauche gerade eine andere Nachtcreme auf und die benutze ich nur, wenn ich wirklich sehr trockene Haut habe. Das ist die Vitais Perfecte Active Night Repair Cream. Die Marke hatte mir auch ein paar andere Produkte zugeschickt. Eine Marke aus Deutschland, kann ich euch sehr empfehlen. Das ist eine Gesichtspflegemarke, die wirklich gute Produkte mit, ich finde, guten Duftstoffen auch anbietet. Also die Sachen sind, finde ich, nicht so überteuert wie im anderen Markensegmenten, aber ist jetzt auch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich sage, wow. Aber es ist, was das Preis-Leistungsniveau angeht, eine sehr gute Marke. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Das sage ich jetzt nicht, weil die mir das zugeschickt haben, sondern die Produkte mag ich ganz gerne. Dann habe ich hier noch ein Produkt stehen von der Marke No Makeup. 3-in-1 Cleansing Oil Gel. Das war auch in einer Box, die ich letztens zugeschickt bekommen habe, und zwar in der Foxy Box. Ein 3-Phasen-Reinigungs-Genie steht hier. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Werde ich demnächst auch ausprobieren, wenn ich meine anderen Sachen mal so ein bisschen aufgebraucht habe. Und in der gleichen Box waren auch diese Öle. Einmal dieses Hautschutzöl von Baobab, das ist eine afrikanische Naturkosmetik. Und auch das Moringa Anti-Aging Öl. Das werde ich auf jeden Fall auch mal irgendwann ausprobieren. Hört sich auch sehr interessant an. Dann habe ich hier noch ein paar Backups im Bereich weitere Gesichtspflegeprodukte. Ich habe ja das schon mal mitgenommen. Letztens einmal aus der Drogerie ist noch mal ein Backup, weil ich gerade ein anderes aufbrauche. Von Alverde, das mit Zellenreinigungswasser Clear Beauty. Ja, habe ich noch nicht ausprobiert. Bekommt ihr bei DM. Dann habe ich noch einen Augen-Make-up-Entferner als Backup, weil ich hatte mir den vor kurzem Rossmann mitgenommen, bevor alles quasi jetzt so im Schließmodus war, als Backup, einfach einen günstigen, um Augen-Make-up zu entfernen. Ich brauche ja gerade den von Balea auf, den ich nicht so gut finde, und ich finde der von Isana, auch wenn der sehr günstig ist, ist besser als der von Balea, aber kommt natürlich trotzdem nicht an meinen von Simple ran. Und ganz, ganz lieben Dank an euch Mädels da draußen, die mir gesagt haben, dass ich ihn auf Amazon noch bekomme. Ich habe ihn in meinem Warenkorb und ich werde ihn mal der nächsten Amazon-Bestellung definitiv mitbestellen. Da kostet er auch das gleiche wie bei DM, was ich richtig cool finde, nur das mit Zellenwasser ist da sehr teuer, aber der Augen-Make-up-Entferner, den gibt es da. Aber ich habe gedacht, jetzt für den Übergang ist das nicht verkehrt, dass ich das mal als Backup zu Hause.
Dann habe ich hier noch eine kleine Augencreme im Backup von der Marke Love Series. Ist zwar eine Gesicht-, eine Augencreme für Männer, aber ich finde, die können auch Frauen benutzen. Water Charge Gel Creme, ist eine Gel-Augencreme, ist auch noch komplett unbenutzt. Dann habe ich hier noch einen Cleanser von der Marke Pure Skin. Das war auch in der, in meinem Adventskalender mit drin. Genau wie dieser hier von der Mask von der Marke Oskia London Renaissance Herb. Illuminating Vitamin Melting Cleanser Renaissance Cleansing Gel. Oh mein Gott, da sind so viele Namen drauf. Ja, von der Marke Oskia habe ich auch schon viel Gutes von gehört. Dann habe ich hier noch ein Produkt, das war auch in der Foxy Box mit drin. Glim You, Glim Fresh, ein Tonic Essence Spray. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das ist. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Dann habe ich hier noch zwei Produkte von The Ordinary. Also ihr seht, ich habe echt viel Kram, ne? Aber bitte verurteilt mich dafür auch nicht, weil ich kaufe die Sachen natürlich. Ich kriege Sachen zugeschickt, ich hole mir immer wieder Boxen, wo die Sachen mit drin sind. Ich verschenke ganz viel an, an Geburtstagen, an meine Freundin, an meine Familie. Deshalb, also die Sachen, die vergammeln nicht bei mir, das kann ich euch sagen. Und ihr kriegt ja auch immer wieder was durch die Verlosung von mir. Und deswegen ja, sammelt sich so einiges. Dann habe ich hier noch eine Gesichts- und Augencreme, Entschuldigung, von Anna Jahrke. Das ist so eine kleine Größe, 7 Milliliter habe ich hier noch stehen. Dann habe ich von der Marc Clorence, My Clorence heißt es, eine Relaxing Sleep Mask. War auch in dem Adventskalender von ASOS mit drin. Also da waren wirklich mega gute Produkte drin. Dann habe ich hier noch eine kleine Reisegröße 30 ml Frozy Face Wash Checks and Balances. Keine Ahnung, von The Origins. Origins, mein Gott, von Origins. So eine Gesichtsreinigung. Die war mal bei einer Sephora-Bestellung mit dabei. Dann habe ich hier noch zwei Serien von The Ordinary, oder besser gesagt zwei Produkte von The Ordinary. Einmal Hyaluronic Acid 2% B5 und einmal Niacinamide 10% mit 1% Zink. Das Zinkprodukt benutze ich zwischendurch für meine Unreinheiten. Das andere ist ein Hyaluronprodukt für Feuchtigkeit. Ich habe noch nicht viel mehr von The Ordinary. Ich weiß, viele mögen es. Ich bin aber ein bisschen vorsichtig mit meiner Haut. Deswegen die beiden Produkte habe ich aber da. Dann habe ich hier noch ein paar Produkte von der Marke Löwengrip. Das waren auch Produkte, die Marke, besser gesagt, kannte ich gar nicht. Habe ich kennengelernt durch die Bloggerbox. Einmal ein Facial Cleanser, der war in der letzten Bloggerbox mit drin. Der klingt auch sehr wirklich interessant. Anti-Pollution, Deep Cleansing, finde ich auch sehr interessant. Ist eine etwas höherpreisigere Marke, aber aus Deutschland auch. Dann habe ich hier noch, ja, oder besser gesagt, aus Deutschland, sage ich, Entschuldigung, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Beauty Innovation from Sweden, also eine schwedische, I don't know. Ich habe schon so viel gequatscht heute von der Marke auf jeden Fall. Kommt aus Schweden und die haben auch einen Handball mal gehabt in der Bloggerbox. Die habe ich auch noch gar nicht benutzt. UV Protection steht sogar drauf, 50 Milliliter. Wie gesagt, eine recht, ja, keine sehr günstige, sondern etwas höherpreisigere Marke. Dann habe ich ja noch ein paar Handcreme und dann sind wir auch durch. Einmal von ja, Mary Kay auch noch eine, Satin Hands. Das ist eine parfümfreie Handcreme. Die habe ich auch noch im Backup, weil die verschenke ich super gerne. Dann habe ich hier noch eine Handcreme, die habe ich selber geschenkt bekommen, Winter von meiner Nagelfee. Meine Liebe, wenn du dieses Video siehst, achte bitte nicht so genau auf meine Nägel, aber ich habe sie gut gerettet. Ich habe nämlich das Gel runtergefeilt, so gut wie es ging. Habe sie stark gekürzt und einfach überlackiert und ich finde, das geht noch. Wir müssen ja noch ein bisschen durchhalten. Und zwar ist das eine gewesen mit Vanille und mit ja, Moschus Mask, heißt glaube ich Moschus, ne? Mit so einer kleinen Nagelfeile, fand ich total süß, habe ich noch nicht benutzt. Was ich in Benutzung im Moment habe, ist, weil ich sie auch brauchen will, ist von Garnier eine Handcreme mit Arganöl und Kamelienextrakt und auch diese brauche ich gerade auf, deswegen, ich versuche gerade Handcreme aufzubrauchen, kaufe auch deswegen momentan keine neuen. Von Vaseline Intensive Care Healthy Hands Stronger Nails bekommt ihr bei Action. Sehr, sehr, sehr gute Handcreme. Auch und riecht mega und zieht super schnell ein. Ich habe aber auch noch eine von The Body Shop. Die hatte ich auch im Winter mitgenommen. Das ist die Vanilla Pumpkin Handcreme. Mega Duft, wie immer bei The Body Shop. Hat mich nicht enttäuscht. Ihr seht, das ist einiges im Bereich der Pflege. Und wenn ihr noch ein bisschen Geduld habt, dann gehen wir noch einmal durch die Sonnenschutzprodukte, die ich so habe. Und dann habt ihr alles gesehen, was ich an Pflegeprodukten habe. Ja, ich weiß, Drogerie ist auch bei mir zu Hause gerade am Start. Ich mache einfach weiter mit der Sonnenpflege und dann, ja, habt ihr alles gesehen.
So, meine Lieben, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, meinen höchsten Respekt, es wird ein Lava-Video, aber wir haben ja alle Zeit im Moment. Wie gesagt, was meinen Sonnenschutz angeht, kann ich euch sagen, dass ich immer ein bisschen das überhabe vom Vorjahr und damit es nicht kippt, hatte mir eine ganz, ganz liebe Bekannte, die liebe Nathalie vom Kanal Nathalie Beauty war's, Nathalie Norbeauty, Entschuldigung, meine Liebe, hatte empfohlen, die Produkte im Kühlschrank aufzuhören und ich hoffe, das war auch richtig so, das habe ich nämlich auch getan, damit es einfach nicht kippt. Es gibt nur zwei Produkte, die ich im Alltag auch mal benutze, die stehen an meinem Schminktisch. Einmal von Misha, das ist meine liebste Gesichtssonnenpflege. Von Misha das Sungel SPF 50+. Das benutze ich im Alltag immer, unter meinem Make-up auch immer. Das zieht super schnell ein, deswegen habe ich das in dieser Sungel-Variante, weil Creme, ich bin ehrlich, ich bin ja ein Mischhäuschen. Ich möchte halt nicht, dass danach so ein krasser Film bleibt. Es steht zwar Gel drauf, aber es ist von der Konsistenz trotzdem wie eine leichte Lotion, kann man sagen. Zieht super schnell ein, kann ich euch wirklich nur sehr stark empfehlen. Misha 50+, das ist ein Sunblocker, bekommt ihr bei Flaconi, aber auch bei anderen Seiten, müsst ihr einfach mal schauen, sind 50 Milliliter drin und kostet so 13 Euro, glaube ich, so roundabout 12, 13 Euro, ist auch nicht so teuer. Dann habe ich ein Produkt, was ich auch super gerne benutze, das ist der Tint Maximizer. Gerade jetzt, wenn ich so ein bisschen Farbe habe. Viele sagen ja auch immer, ja, du hast ja so einen dunklen Teint. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich sehr oft dieses Produkt dafür benutze. Das ist von Lancaster ein Produkt. Ist ein Aftersunpflege, was einfach eure Bräune verstärken soll. Es ist kein Selbstbräuner mit drin, aber es ist irgendein Stoff mit drin, der eure Bräune quasi speichert. Und deswegen benutze ich das sehr, sehr gerne auch im Alltag, gerade wenn ich jetzt ein bisschen gebräunter bin. Ein wirklich sehr, sehr beliebtes Produkt bei mir, kaufe ich mir jedes Jahr nach. Ist ein bisschen hochpreisiger auf jeden Fall, aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Produkt für den Körper auch. Dann habe ich natürlich noch ein paar Produkte, die ich so benutze und die, wie gesagt, die habe ich alle im Kühlschrank aufbewahrt, wie ihr seht, in einem Tütchen. Und zwar einmal von Lancaster zwei Produkte, die hatte ich auch letztes Jahr in so einem Set gekauft. Zum einen einmal eine, die habe ich noch von vorher gehabt, eine Gesichtscreme, Silky Fluid, eine Sonnencreme mit Lütitzfaktor 15, wenn ihr wirklich nur so einen leichten Schutz braucht, gerade wenn ihr irgendwie so spazieren geht für ein paar Minütchen und es nicht so stark sonnig ist, nicht super warm ist, dann kann ich euch die auch empfehlen. Lancaster, muss ich auch alle dazu sagen, ist schon sehr stark parfümiert, damit ihr da Bescheid wisst. Das war auch ein Produkt, was ich jetzt ja im Urlaub mit dabei hatte. Das habe ich für den Körper sehr gerne benutzt. Das ist auch mit Lütitzfaktor 15 ein ölfreies Sonnenspray. Auch sehr, sehr cool von der Anwendung. Jetzt komme ich zu einem Produkt, was aber Öl enthält, das ist ein Ölspray von der Marke Clorence. Lichtfaktor 30 habe ich letztes Jahr im Urlaub benutzt und ja, ihr habt nach dem meinem Urlaubsvlog oder im Urlaubsvlog gesehen, wie braun ich war. Es bräunt euch trotzdem, aber ihr schützt eure Haut halt. Ne? Wenn man jetzt sagt, man möchte nicht 50 nehmen, sondern was nehmen, womit man auch braun wird, dann kann ich euch das auch auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich ein Produkt gehabt, was ich auch letztes Jahr gekauft habe, was ich jetzt auch immer an meinen Armen und Dekolleté und so benutzt habe. Das ist ein Instant Glow Illuminating Sunspray von Pitzbrien. Das sprüht hier auf, das ist einfach nur ein Sonnenschutzspray und es hat so ganz leichte Glitzerpartikelchen mit drin. Sehr angenehm auf der Haut. Riecht allerdings auch sehr stark, muss ich dazu sagen. Und hat auch Lichtfaktor 30. Hatte ich auch beim... Oh, jetzt nerven mich schon die Haare. Hatte ich auch mal beim TK Maxx mitgenommen. Ja, auch ein sehr cooles Produkt. Ihr seht, also Sonnenschutz ist mir schon sehr wichtig. Dann habe ich ein Produkt, das habe ich auch mal sehr gerne für den Körper benutzt, für die Arme und Beine auch. Hyaluron Tropics Setting Protection SPF 15. Das ist so ein Medium. Sonnenschutz, kein sehr starker. Und was ich euch Mädels da draußen empfehlen kann, wenn ihr wirklich ein Produkt sucht, womit ihr starke Bräune bekommt, aber wenn ihr unempfindlich vorgebräunt seid, ich weiß, für viele geht es dieses Jahr wahrscheinlich nicht in den Urlaub, wie für uns auch. Wir werden dieses Jahr auch daheim bleiben, mit großer Wahrscheinlichkeit im Sommer. Aber auch gerade hier, wenn ihr gewisse Vorbräune habt, was ihr gerade für die Beine super benutzen könnt, ist dieses Produkt. Ist mein Holy Grail für die letzten zwei Urlaubstage. Also wenn ich im Urlaub war, habe ich das immer die letzten zwei Tage für meine Beine und Arme benutzt. Von Garnier, das Ambroisolaire Bräunungsöl, enthält keinen Lütitzfaktor. Deswegen nicht zu empfehlen bei ungebräunter Haut. Aber wenn man eine tiefen Bräune möchte, dann kann man das damit auf jeden Fall erreichen. Und ja, ihr Lieben, das Video war von euch gewünscht, deswegen hoffe ich, dass ich nicht so viel Hate kriege von euch, weil ich so viel Kram habe, aber es ist meine Passion, es ist mein Hobby, es ist meine Leidenschaft. Ich liebe Kosmetik, ich liebe gute Kosmetik, ich liebe aber auch wirklich, wie gesagt, günstige Kosmetik. Ich probiere immer gerne Sachen auch aus und ja, ich werde auf jeden Fall einen Teil der Produkte
die ich im Backup habe, werde ich zusammenpacken zu einer kleinen Verlosung. Die wird auf jeden Fall die Tage auf Instagram erfolgen. Habe ich mir auf jeden Fall so gedacht, damit ihr auch ein kleines bisschen davon zurückbekommt. Und ja, einen Teil werde ich aber auch aussortieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich weiß noch nicht genau, was es wird. Ich möchte auf jeden Fall noch eine Parfümsammlung für euch abdrehen, denn dann habe ich auch einige. Und gerade jetzt, wo es im Frühjahr geht, wo es sommerlicher wird, da kann ich euch auf jeden Fall ein paar tolle Parfüme, ja, auf jeden Fall empfehlen. Und deshalb freue ich mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Schreibt mir gerne was unten in die Kommentare rein. Da freue ich mich immer sehr drüber. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder aber auch ein kostenloses Abonnement, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.